house music. Willkommen zu meinem 15. Dazu-Tutorial von meinem Kanal Junior SLP. Ja, heute das Thema: Forge für die jetzige Version 1.8 zu installieren. Forge wird auch für neuere und ältere Versionen zu installieren sein, aber dazu später. Dieses Video ist auch für eine Basis für andere Installationstutorials auf meinem Kanal, wo man auch Forge braucht. Also hallo nochmal die aus allen anderen Tutorials kommen. Ich werde hier nur ein Tutorial für Windows-Benutzer machen, also andere Betriebssystemnutzer wie Mac oder Linux haben mir nichts zu suchen. Aber zuerst einmal kommen wir zur Installation. Zuerst downloadet ihr euch Forge. Das geht dadurch, ihr geht auf diese Internetseite hier, der Link in der Videobeschreibung zu finden. Hier könnt ihr auch auswählen, welche Minecraft-Version ihr benutzen wollt. Zum Beispiel ist bei mir jetzt die neueste Version 1.8. Natürlich könnt ihr euch auch für die anderen Minecraft-Versionen für 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 runterladen. Beta und Alpha gehen, glaube ich, auch. Und die neueren Versionen wie 1.9 und so weiter gehen natürlich auch. Ihr könnt hier auch nur für Windows das herunterladen. Für Linux und Mac müsst ihr das auf einer anderen Internetseite machen. Aber das wird eigentlich auch so funktionieren wie bei Mac und Linux, nur der Installationsweg ist ein anderer. Ihr könnt hier unter Show All Downloads auch nochmal alle Clients nochmal sehen und wie alt sie sind, wie neu sie sind und für verschiedene Versionen auswählen. Ich würde euch aber raten, hier bei Download Latest zu benutzen, diesen Weg zu benutzen, wenn ihr zum Beispiel die neueste Version haben wollt, wie jetzt bei mir 1.8, dann geht hier rüber. Am besten ist der Installer Windows, dann klickt ihr einmal hier drauf. Auf den anderen müsst ihr noch verschiedene Sachen einstellen, das ist nicht so optimal. So, hier wird jetzt Werbung stehen, ich habe einen Blocker drin, das heißt, einfach nichts anklicken, sondern nur warten, bis der Countdown runter ist und dann auf Skip klicken. So, dann lädt ihr euch die .exe schon runter, wo ihr Forge installieren könnt. Wenn er fertig ist, dann klickt ihr einmal drauf und dann öffnet sich einmal dieses kleine Fenster hier. Das dauert ein kleines bisschen. So. Dann müsst ihr hier Install einklicken. Natürlich müsst ihr auch unter der App-Data euer Roaming, also .minecraft natürlich noch auswählen. Bei mir ist es schon ausgewählt. Wenn es bei euch auch schon so steht, nur halt der Name wird anders sein, hier. Dann müsst ihr das so einstellen, wo euer .minecraft-Ordner ist. Dann klickt ihr auf Install Client und klickt auf OK. Dann installiert ihr euch Forge und Forge ist installiert. Dann klickt ihr auf OK und dann könnt ihr es wieder schließen. So. Dann klickt ihr einmal auf den Minecraft Launcher und schon seht ihr, hier hat sich ein neues Profil erstellt, indem wir auf Profiles klicken und hier sehen wir schon die Forge, das Forge-Profile. Hier sehen wir auch schon, wenn wir Edit Profile klicken, dass jetzt eine Forge-Version ausgewählt wurde. Und natürlich müsst ihr hier auch nochmal die .minecraft eingeben, euren Arbeitsspeicher natürlich, Java, es müsste eigentlich alles vor sein. Und ja, jetzt hier nochmal einen kleinen Cut, bis Minecraft gestartet ist. So, ich bin jetzt in Minecraft drin und direkt habt ihr schon einen Beweis dafür, dass ein paar Mods auch zum Beispiel bei mir schon mit installiert sind. Und hier seht ihr auch, wie viele Mods gerade geladen sind. Zum Beispiel steht jetzt hier Minecraft Forges installiert, das seht ihr daran und an den Mods-Button hier. Und dann habe ich natürlich auch noch, das mache ich, habe ich immer drin, Optifine-Version. Für die Leute, die jetzt aus den anderen Tutorials kommen, ihr werdet sehen, wie ihr das installiert zusammen mit Forge und dass dann andere Mods auch noch dabei sind. Wenn ihr auf Mods klickt, dann seht ihr auch schon die ganzen Mods, die hier drin sind. Optifine ist hier nicht angegeben, aber zum Beispiel ist jetzt der Minecraft Forge hier drin, der Forge Mod Loader und das normale Minecraft. Ja, das ganz Neue ist bei 1.8 ist es so, dass man hier auch eingeben kann, welche Mod man sucht. Zum Beispiel bei einem Modpack ist das ganz einfach. Dann können wir zum Beispiel jetzt hier Coder eingeben und es kommt nur das Coder-Pack raus. Wenn wir jetzt hier Loader, ja, das ist falsch, Loader eingeben, dann sehen wir auch nur diesen Mod-Loader. Oder wenn wir einfach nur Forge eingeben, dann sehen wir die beiden hier. Also du kannst auch noch Z bis A und A bis Z oder auch normal sortieren. Und ja, das war's auch schon mit dem Tutorial, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet bei den zwei Däumchen unter dem Video. Jetzt könnt ihr, wenn ihr von einem anderen Tutorial seid, wieder weiter auf Play klicken, denn jetzt wisst ihr, wie ihr Forge installiert habt und dann könnt ihr mit einem anderen Installationstutorial weitermachen. Da, wo ich die Mods installiere oder alles andere. Naja,
Das war es auf jeden Fall. Bis dahin. Falls Probleme aufgetreten sind nochmal, schreibt es in die Kommentare, dann kann ich sie euch beantworten. Oder schreibt doch mal auf Ask.fm, da kann ich sie auch beantworten. Am besten auch nochmal auf Facebook, da kann ich es auch beantworten. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.